Hey und Servus YouTube, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Mod-Vorstellung. Ist eigentlich nur eine ganz kurze und zwar, ihr werdet ja sicherlich mitbekommen haben, dass es im LS bis dato keine Möglichkeit gibt, das Saatgut stationär aufzufüllen. Ist also nicht wie im LS15 oder allen anderen Landwirtschaftssimulatoren davor, sondern ihr müsst euch dementsprechend das Saatgut und Dünger einzeln kaufen. Wenn das aufgebraucht ist, müsst ihr euch wieder was kaufen, das heißt, ihr verbraucht eure Paletten, euren Flüssigtank, euren Mineraldünger und euer Saatgut und dann müsst ihr das dazu kaufen und natürlich auch abholen, transportieren und so weiter. Für all die, denen das zu aufwendig ist oder zu, ja, die keinen Bock drauf haben, gibt es jetzt die per Add-on eingereichten oder Mod eingereichten Nachfülltanks platzierbar. Das heißt, ihr könnt erstens hier Saatgut, Mineraldünger und Flüssigdünger platzieren und diese werden auch wirklich immer da sein, auch wenn die verbraucht sind, die haben kein Volumen. Ihr müsst halt dafür natürlich Geld zahlen, dass die Dinger leer werden. Ansonsten könnt ihr die platzieren, wo auch immer ihr wollt, auf der ganzen Map und dort natürlich wieder, wie gewohnt, mit der Sämaschine hinfahren oder dem Düngerstreuer oder einer Spritze und könnt hier, je nachdem, das aufladen, müsst natürlich, wie gesagt, Geld dafür blechen, aber ihr könnt das unendlich machen, das heißt, kein Tank, der verschwindet. Wie gesagt, für alle, denen das zu kompliziert war oder die das einfach nicht wollen. Optisch kann man jetzt sagen, ja, geht die Qualität noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Also hier diese Metallstreben, okay, die Qualität könnte noch besser sein. Es ist halt ein simpler, platzierbarer Nachfülltank. Klar hätte man jetzt noch ein bisschen bessere Texturen erwarten können, aber ganz ehrlich, für so einen Nachfülltank, der steht da, den guckt keiner an. Hauptsache, die Funktion ist gegeben. Wie gesagt, der Mod ist da, von daher gibt es für mich für den Mod hier 3 Sterne. 3 Sterne deshalb, weil sie erstens mal nicht so toll aussehen. 3 Sterne, sie erfüllen ihren Zweck. Und ich denke mal, da ist man eigentlich ganz gut mit bedient. Wie gesagt, ist ein offizieller Giants-Mod. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder. Ich habe jetzt keine Lust, hier nochmal extra eine Sämaschine für euch vom Händler hierher zu fahren. Außer ich mache das so und hole mir einfach mal kurz eine Sämaschine, beispielsweise jetzt die Lemkin, zum Shop hin und kaufe mir jetzt einfach mal einen schönen Valtra. Nee, wir nehmen einfach stattdessen einen Fendt Black Beauty und kaufen den mal und kaufen auch noch so einen schönen Saatguttank dazu, der dann übrigens hier im Shop auftaucht. Saatguttank kostet 7.500 Euro, der Mineraldüngertank 8.500 und der Flüssigdüngertank ebenfalls 8.500 Euro. Jetzt müssen wir natürlich erstmal per... Ja, das dachte ich mir, dass das jetzt nicht so leicht wird. Per Map-Suche hier rüber zum Shop. Das kann dauern. Obwohl, jetzt geht es doch ein bisschen beschleunigter. Sehr schön. So, da ist der Shop. Ja, kann ich jetzt natürlich hier nicht platzieren. Schade, dann platziere ich einfach hier das Ding. Und fertig. Wir tappen mal rüber zum Fendt. Der ist bereits da. Super. Hängen unsere Solitaire an. Übrigens ein richtig geiles Ding auch hier. Endlich eine Lemkin-Sämaschine. Und ja, gut, da hinten war der Tank. Ich habe schon wieder vergessen. Fahren wir hin und dann sollte das eigentlich auch ganz super klappen, wie das hier einfach auffüllt. Und schon ist der Trigger erkannt. Hier füllt ganz normal standardmäßig auf. Es geht einiges an Geldflöten, wie ihr sehen könnt. Oder dürft ihr mal echt so ein paar tausend hinlegen. Aber das Auffüllen funktioniert hier so einwandfrei. Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich würde sagen, perfekter Mod erfüllt seinen Zweck. Nehmen wir 4 Sterne. 3 Sterne war ein bisschen kritisch wegen der Textur. 4 Sterne. Gut, das war's hier von mir. Ich hoffe, für die, die diesen Mod brauchen, habe ich jetzt endlich mal was gefunden, wo sie sagen, yay, super, den habe ich gesucht. Gibt's hier für euch von Giants. Das war's von mir, macht's gut. Tschüss.